Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Das Problem war eben auch die Idiotie, die dort die zentrale Leitung hatten. Die waren, also das muss man einfach, das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Die Anrufe, die kamen von Berlin um, ich hatte Leitungssitzung und der Wolfgang Kleiner, unser Doktor, da war so ein Vortrag von irgendwie von so einer Firma, die Müsliriegel herstellten, so eine Lebensmittelfirma. Und der schlief in dem gleichen Hotel und der wollte uns dann am Morgen dort alles auf die Tische stellen mit diese Produkte und so. Und da sollte das gefilmt werden. Ich sagte, geht überhaupt nicht, sag ich. Da musste ich ja Kohle über den Tisch schieben, sag ich. Von wegen hier, wir machen hier Werbung für dein Zeug. Und da hat der Wolfgang Klein gesagt, ja, sag doch, das Zeug ist doch gut. Und da hat er dann von dem gekriegt, alles, was er dort mit hatte, haben die dann in den Bus eingeladen, Müsliriegel und da. Und da kriegte ich dann den Anruf von dem damaligen Chef von Dynamo aus Berlin. Da brüllte der mich durchs Telefon an. Ja, und da ist ein Vertreter von Dr. Edgar da gewesen. Der hat euch solches Zeug gegeben, Müsliriegel. Da habe ich zu dem dort gesagt, das war das Letzte. Dann sag ich, ne? Ich sag, wir mussten erst mal 3 Spieler reinschicken. Die mussten erst mal das Zeug auffressen, damit wir uns setzen konnten. Und da haben die aufgelegt. Und da kamen die dann 5 Stunden später, kam eine Überprüfungskommission aus Berlin hier runter. Da mussten wir beide dann abends da bleiben. Da haben sie uns eingeschlossen. Den in sein Zimmer, mich in Mainz. Und die haben dann unabhängig von den ganzen Dingen, wollten die dann wissen, was da los war. Also das waren schon. Aber mir war das wurscht. Also wir hatten dort alles gemacht. Wir hatten unseren Auftrag erfüllt. Wir haben Esel gewonnen. Aber das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen, solchen Quatsch, ne, der da mit dir vollzogen worden ist. Also das waren schon... Das Schlimme war, dass eben wir abhängig waren von der zentralen Leitung in Berlin. Und jedes Problem... Was gab, mussten wir dann in Berlin Rechenschaft ablegen und unsere Bestrafung abholen. Und ich habe einige Bestrafungen durch. Also das ist, vielleicht kann man es noch mitbringen, müsste aber nicht mitbringen, aber die schönste Sache war, wo wir Peter oben waren, da kriegten wir hier von Heidenau solche Timer. Die waren in Leder gebunden, die waren aber nicht für uns hergestellt, die waren für die BRD hergestellt und die hatten wir beide. Da sind wir nach Berlin hochgefahren zu so einer Beratung, es war vor einem BFC-Spiel, und die knallten mir auf den Tisch dort hin. Wir setzten uns, da muss er vorstellen, so ein langer Tisch. Dort, wo er das da hinten steht, da saß der Chef und wir saßen ganz hinten. Da hat er uns erstmal ranzitiert. Und dann hat er uns erstmal eine Viertelstunde von der Sieghaftigkeit erzählt. Und da hat der Bernd sein Buch so zugeklappt. Das war natürlich eine Straftat. Und ich hatte mir aus Österreich so eine Gelenktasche mitgebracht von Kemel. Die war teuer. Und die hatte ich auf den Tisch gelegt. Da unterbrach er seine Rede. Und dann hat er vorne, als wenn der die Krätze kriegen würde, da hat er gebrüllt, nimm diesen Hebammenkoffer von meinem Kampfplatz für den Frieden. Mhm. Da habe ich den Koffer, also das Ding runtergenommen, ich sage, was geht denn jetzt los? Da musste ich zu dem vorgehen, zeig mir jetzt mal deinen Dienstausweis. Wenn der dort drinnen gewesen wäre, hätte ich dort stehenden Fuß eine Strafe gekriegt. Die musste am Mann getragen werden. Also lauter solchen, ich sage das mal, solchen Kinderkram. Das, aber damit musstest du eben leben, das musstest du wegstecken, bist du raus, hast geschüttelt. Ein Idiot mehr an der Tagesordnung gewesen und dann sind wir wieder, haben unsere Sachen unten gemacht. Wir haben unser Ding für uns gemacht hier unten. Es war eine wilde Zeit damals dann und vor allem auch die Wendezeit dann, muss ich ehrlich sagen, die war sehr, sehr, sehr anstrengend.